Hallo, wir sind heute beim Informatikinstitut Münster bei der Arbeitsgruppe für Visualisierung und Computergrafik. Die netten Herrschaften wollen uns heute mal zeigen, was die VR-Technologie heute alles zu bieten hat. VR steht dabei natürlich für virtuelle Realität oder in Englisch Virtual Reality. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es denn sein wird und deswegen geht es auch gleich sofort los. Wir sind jetzt im Labor des Informatikinstituts und bei mir ist gerade Max. Und das, was ihr hier hinter uns seht, ist halt das Gerät, was wir uns gleich anschauen werden. Dort geht es um 3D-Zeichnen. Worum geht es da genau und wie funktioniert das Ganze ungefähr? Das hier ist ein sogenanntes Tracking-System. Das nimmt diese weißen Punkte hier auf, beziehungsweise die wird nicht imitiert. Und diese weißen Punkte, die reflektieren das dann und die Kameras nehmen das auf. Und anhand der Entfernung oder beziehungsweise der Größe der weißen Punkte im Kamerabild kann dann errechnet werden, wo sich diese Punkte im Raum befinden. Und das benutzen wir dann für eine dreidimensionale Eingabe, um damit Bilder zu zeichnen in der Luft. Und damit man sich die auch dreidimensional angucken kann, haben wir hier eine Oculus Rift. Mit der kann man sich, das sind praktisch zwei Linsen, über die für jedes Auge ein Bild dargestellt wird, mit dem man dann dreidimensional sehen kann. Und dann geht es auch schon los. Ich befinde mich nun in einer virtuellen 3D-Umgebung, in der ich mithilfe des Tracking-Sticks frei zeichnen kann. So, ich habe gerade das Gerät selbst ausprobiert und ich muss sagen, es ist wirklich sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv. Was erhofft ihr euch denn, wo das später mal angewendet werden kann, vielleicht, dieses System? Also für so exakte Zeichnungen, irgendwie Architektur oder sowas, was man jetzt vielleicht häufig in Virtual Reality-Anwendungen benutzt, das wird nicht der Einsatzzweck von sowas sein. Mhm. Aber irgendwie grobe Zeichnungen oder sowas, oder irgendwie einen 3D-Plan zu erstellen, dafür ist es vielleicht noch verwendbar. Nebenan wartet schon das nächste Projekt auf uns, ein sogenannter Data Glove oder zu Deutsch Datenhandschuh. So, neben mir sitzt jetzt der Tobias und er will mir einen ganz besonderen Handschuh zeigen. Ja, also das hier ist kein normaler Handschuh, sondern das ist ein Prototyp eines Data Gloves, den wir uns so ausgedacht haben, beziehungsweise was halt unsere Idee davon ist. Das Prinzip ist, wie man sieht, eine Menge Elektronik. Wir haben hier verschiedene Sensoren auf diesem Handschuh, halt verschiedene Verkabelungen, die letztendlich dann über ein Board auf den PC geschickt werden. Die Daten, die wir durch die Sensoren kriegen, werden dann ausgewertet. Und wenn man diesen Handschuh halt anzieht und die Hand bewegt, gibt es halt verschiedene Daten, die dann so ausgewählt werden sollen, dass im Optimalfall wir eine ähnliche Handbewegung auf dem PC erzeugen können. Und was denkt ihr, was das später für Anwendungsgebiete für diesen Handschuh geben wird? Kann verschiedene Anwendungsgebiete geben. Also man kann diesen Handschuh als Controller für was weiß ich benutzen. Ich meine, es geht von, wie man sich das vorspielt, einer einfachen Anwendung, wo man irgendwelche Sachen greift oder so in einer virtuellen Umgebung oder sowas, bis hin zu eventuell irgendwelchen Spielen oder so handzeichenmäßige Sachen. Also es gibt viel. Auch hier darf ich wieder selbst Hand anlegen und den Data Glove Prototyp einmal testen. Jetzt so. Und ist jetzt die Hauptbalken, das sind diese drei, das sind einfach nur die Brücken. Okay, alles andere, was kleiner ist, sind halt die Finger in Normalposition. Wenn du jetzt mal zum Beispiel alles so zusammen machst, dann bist du sehen, die Balken schlagen alle recht aus. Ah, okay. Tobias erklärt mir, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Später einmal soll der Handschuh auch mit anderen VR-Geräten interagieren können und beispielsweise auch in einer virtuellen 3D-Umgebung einsetzbar sein. Doch nun wird es erst einmal Zeit für das letzte Projekt, den sogenannten Höhenangst-Simulator. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in einem relativ weitläufigen Raum. Neben mir steht der Philipp. Und Philipp, was hast du denn in der Hand? Ich habe eine Oculus Rift in der Hand. Dann kannst du das aufsetzen und im Endeffekt befindest du dich dann genauso in einem Raum, der so ähnlich aussieht wie dieser hier auch. Das heißt, den Raum habt ihr quasi künstlich nachgebildet? Der wird künstlich nachgebildet und wenn du dich jetzt hier drinnen bewegst, mit dem Teil auch gleich, wirst du dich halt auch in der virtuellen Umgebung so bewegen. Mhm. Ich erkenne den Raum auf jeden Fall wieder, allerdings ist das, man merkt schon den Unterschied und hier ist natürlich jetzt dieser Abgrund. Ich sehe das Brett rechts neben mir, ich laufe jetzt mal drauf zu. Ja, aber sind noch 20 cm, stehst direkt davor jetzt. Mhm. Okay. Also links und rechts neben mir sehe ich jetzt halt
eine Straße mit Autos auf der rechten Seite. Links ist die Straße relativ leer. Ich versuche jetzt einfach mal hier so drüber zu balancieren. Das ist wirklich gar nicht so einfach, weil man halt keinen Fixpunkt hat. Irgendwie bewegt sich alles mit der Kopfbewegung. Also es wirkt doch schon sehr, sehr echt alles. Was seht ihr sonst noch für Anwendungsgebiete vielleicht in der Zukunft, genau in Bezug auf diese Technologie? Also in Bezug auf Virtual Reality Sachen ist ja aktuell ganz stark im Kommen im Bereich Spiele, also Videospiele. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass sowas sich in erster Linie durchsetzen wird mit Echtaufnahmen. Die Internetbandbreite, wenn die dann in ein paar Jahren mal zur Verfügung steht, um wirklich irgendwie 4K 360 Grad 3D-Video zu übertragen, könnte man sich vorstellen, dass man zu Hause vor dem Rechner sitzt mit so einem Gerät auf und sie dann quasi wirklich die Illusion haben, dass sie tatsächlich an der Stelle der Kamera in dem entsprechenden Stadion oder so sitzen, und da werden dann halt die Daten übertragen, die werden an alle Leute, die zu Hause vor dem Rechner sind, übertragen, und man kann sich dann quasi wirklich dort umgucken, als wenn man dort säße, ohne quasi überhaupt den Stuhl zu verlassen. Ja, das waren auf jeden Fall ein paar sehr spannende Projekte, die wir uns gerade ansehen durften. Bleibt nur abzuwarten, wie viel davon tatsächlich in unserem Alltag integriert wird. Doch jetzt erstmal zurück in die wirkliche Realität.